Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Buch der Dämonen. So, ich hatte jetzt hier nochmal kurz ausgewechselt. Und zwar hatte ich hier, wir hatten ja hier das Stundenglas der Zeit mit Cooldown verringert. Das habe ich jetzt ausgewechselt, deswegen haben wir oben wieder ein bisschen mehr Gold. So viel Gold aber nur wieder auch nicht. Und wir hätten jetzt noch 39 Minuten, das würde ich aber gerne splitten, deswegen machen wir einen 18 Minuten ran. Hatten ja schon einmal so ein bisschen Überlänge und dann wollen wir mal gucken, ob wir es jetzt noch so hinkriegen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir haben ja sowieso noch, einen Schlüssel haben wir noch. Und zwar ab Level 30 wurde uns empfohlen, den Antipapst nochmal zu machen. Das heißt, wir werden nochmal gucken, dass wir den Antipapst nochmal vorher, bevor wir den bösen Endgegner hier besiegen, nochmal machen. Aber wie gesagt, das Gold, das stimmt halt überhaupt nicht. Aber gut, legen wir los. Wollen wir nochmal schauen. Okay. Golem triggert nichts. So. Das habe ich mir schon gedacht. So, brauchen wir Feuer. Wenn die Gegner einzeln kommen, dann ist das echt kein Problem. Kommen sie aber in Horden, dann kriegen wir ein Problem. Nicht geschafft. Oh, 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 oh. Einfrieren und weglaufen. Beste Strategie. So, dich einmal kurz wegknüppeln hier. Stufenaufstieg, schnell auf Leben machen. So, Mana holen. Und dich da hinten auch. Du Horrorschütze. Jawohl. So sah das doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Magischer Ring. Entzaubert alle Zauber eines Monsters auf einmal. Mana je entzauberten Zauberspruch? Hilft mir der vielleicht gegen... die ganzen Zauber, die die Gegner immer loslassen. Würde mich nur Mana kosten. Wäre jetzt nicht so das Thema. Not seen this one before. Ich denke mal eher nicht. Noch Eis. Bin ich wieder dran vorbei. Oh, oh. Das sah nicht so gut aus. Ja, der entzaubert alles auf einmal. Ja, das wird jetzt, denke ich mal, auch recht wichtig. Vorsicht. Ja, Hauptsache ich laufe da nochmal rein. So. Okay. Boss? Nee. Alles Chaos hier. So. Wollen wir alle rausnehmen? Eieieiei, hier. So. Wow. Weiß man gar nicht, was man manchmal schmeißen will.
Am besten alles auf einmal, aber... Es geht leider nicht. So, hier hinten ist nichts. Das heißt, es geht ja nur nach unten. Ja, da haben wir den Knochenzauberer. Na dann zauber mal, du Knochen. So, du Knochenzauberer. So, alles mitnehmen. Neuer Schatz, wunderbar. Oh. Lieber nochmal was trinken. Das ist schon wieder so ein Mistvieh. Lass dich alle in Ruhe. 24. Ich häng hier an dem Eiszapfen fest. Ich brauche nochmal Feuer. Ich jetzt Eis. So, lasst mich durch. Ich bin der Mage. Okay, passt. Alle festfrieren und für dich habe ich noch einen Feuerball. So, gucken wir mal weiter. Na, hier, nimm noch einen und noch einen und zack. So, lasst mich mal durch hier. Böse Eiskristalle, ihr. So, zwei Sachen fehlen noch. Fliegender Wildsau. Achso, die ist da hinten festgefroren. Und gefräßige verborgen. Ah, stimmt hier. Ah, sag ich doch. Das war mir sowas von klar. Und jetzt schnell durch, weil wir sind vergiftet. So. Schade, ich dachte, das Gift löst sich wenigstens auch raus. So, das Eis. Oh. Lasst mich. Ah, Gift. Ja, für dich auch nochmal was. Jawohl, alles entzaubert. So, wieder auf Eis wechseln. Ey, ich bin gerade der Eismagier hier. Du zauberst hier gar nichts. Du wirst verbrannt. Die anderen werden eingefroren. Ich komm da nicht ran. Ich bin festgefroren. Ah. So. Die hauen wir noch auch ein weg. Ja, komm. Halt. Falsch. So. Alter, wie viel Gift hier ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Halt, das Gold will ich haben. Das brauchen wir noch. Okay, Feuer. Oh, Mana und Boss. Umum. Der Riese. Ja, dann. Sei mal riesig. Da gehen so viele Geschosse gerade durch. Wahnsinn.
Okay, für dich brauche ich das wieder. Einmal alle weg hier. So und so und. So, er ist immun, weil er da hinten noch mit irgendeinem verbunden war. So, jetzt ist er nichts mehr immun hier. So geht das auch. Auch wenn es lange dauert. Okay, das war ziemlich leicht. Okay, das war noch einfacher als im Feuer stehen geblieben. Hui. So, ein Ereignis fehlt uns noch. Hier geblieben. Also ich sag mal so. Der Ring ist okay, aber ich will doch lieber wieder die Schuhe nehmen. Weil wir mehr Mana danach zur Verfügung haben. Okay. Nochmal einmal kurz was nehmen hier. Da wollen die mich jetzt hier wirklich in Bedrulle bringen hier, ja? Aber irgendwann reicht es ja hier. So. Den nächsten Gargoyle. Mal wieder hoch. Ah, noch vier. Nee. Und schön wegbleiben. Für mein Level Up. Dass ich auch nochmal auf TPG. So und so. Und Succubus hier geblieben. Wir wollen nämlich weiter. So, jetzt noch zwei kleine Räume. Und Boss, ne, super. Ah, Mana holen. Alter, das Gift, Wahnsinn. Jetzt teleportieren wir hier doch nicht alles immer weg. Weiß doch nicht, was der da jetzt macht. Aber du kannst jetzt einmal mal sterben, bitte. Passt. Los, Golem. Resten. Und die lassen wir gar nicht erst an uns ran. Okay, das ging eigentlich ganz gut. Das wird aber beim Endboss-Fight so heftig. Wenn ich da nicht aufpasse. Instant verschissen. So, dich auch nochmal zwei. Uiuiui. Wieder ein bisschen Feuer. Okay. Mich selbst festfrieren hier. Halt, halt. Mach das mal nicht. So, dich auch nochmal. Und Gift wegmachen. So, zwei Sachen noch. Eine. Wo ist der letzte?
glaube auch nicht, dass wir genug Geld zusammenkriegen, um uns den letzten zu kaufen und sagen zu können, okay, hey, wir machen das Level-Amulett, Lebensamulett rein. Und das dann auch noch aufzuwerten, wird ein bisschen schwer. So, wo ist denn jetzt mein letzter Gegner? Brenda. Ach, der soll oben sein. Jetzt habe ich das Glänzen gesehen. Verbleibende Gesundheit 5, ja. Gucken wir hier mal. Wo bist du? Da bist du. Und tschüss. Und weiter geht's. So, letzte Ebene für diese Folge. Haben wir eine Rune? Ja, huhu. Du Diabolist, du. Okay. Komm ich noch ran? Ja. Uiuiui. Das sind einfach ein bisschen zu viel da. Und unser Golem fängt eigentlich schon sehr viel ab. Immer schön auf den Schilden bleiben. Oh, oh, oh. So. Mal Eis hinterher. Mana holen. Und, oh, Boss. Krallenzahn. Der kommt zu mir. Wäre nicht so cool. So. Guck dich auch nochmal. Ein bisschen Eis über haben. So, für dich. Dann nutzen wir mal Feuer. Geh nochmal zurück. Halt, hier geblieben. Wo willst du hin? Wir müssen bei dir rein und drinnen stehen bleiben. Einmal alles festfrieren hier. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und alles tot. So, und für dich habe ich nochmal was. Diabolist, du. Will nur gucken. Lass dir mal mein Golem in Ruhe hier. Da oben ist er. Bin hier auch noch eingesperrt. So, Moment. Also was Schaden angeht, kein Problem. Solange es halt nur eine Sorte ist, die ich damagen muss. Oha. Ja, das war ja jetzt gut durchdacht. So. Weg ist es. Nix zaubern. Sterben. Hui. So. Horror. Und was haben wir da noch? Ein Horror-Gargoyle. Mist. Falsches Geschoss geladen. Und den Diabolist da hinten, den Eisen wir da auch nochmal weg. So, und fertig. Jawohl. Oh, haben wir in der nächsten Folge nicht mehr so einen großen Weg. Aber gucken wir mal. Was können wir jetzt zu den 30.000 gut anstellen? Könnten sie auch versuchen zu sparen? Wie gesagt, das würde ich hier schon gerne mitnehmen. Erhöht Mana, beschleunigt Giftwirkung, naja. Oder halt das Mana noch aufwerten. Wobei das Mana aufwerten wird immer wichtiger. Könnten wir zum Beispiel zweiter Atem. Ah.
Es ist schwierig, schwierig, schwierig. Wisst ihr was? Wir lassen es nochmal. Wir sparen es an. Wir versuchen den letzten Platz zu bekommen. Weil wir haben ja hier auch nochmal einen Kessel mit 32 Schätzen insgesamt. Der nicht allzu teuer ist. Aber mal gucken. Gut, machen wir jetzt hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.